schwul. Das ist doch falsch, das ist doch... Kennst du solche Gedanken? Ich kenne diese Gedanken auch sehr gut, beziehungsweise ich kannte solche Gedanken. Mittlerweile bin ich eines Besseren belehrt worden und darüber geht es in diesem Video. Darüber und das, wonach sich die meisten Männer in ihrem Herzen wirklich sehnen. Die meisten Männer sehnen sich nach Anerkennung. Sie wollen Bestätigung erfahren, sie wollen wissen, dass sie gut sind. Von Frauen erhoffen sie sich, ein guter Liebhaber zu sein, sie gut durchgebumst zu haben, ja, der geilste Ficker aller Zeiten gewesen zu sein, ein guter Versteher zu sein, der sie emotional auffängt, ein guter Versorger zu sein, ein guter, verständnisvoller Mann eben zu sein. Und von Männern wiederum erhoffen sie sich Respekt, erhoffen sie sich Anerkennung, erhoffen sie vielleicht sogar eine höhere Position zu haben, dass andere Männer zu ihnen aufblicken. Das ist das, was die meisten Männer motiviert. Das ist Anerkennung. Anerkennung von anderen Menschen. Und ich bin der Meinung, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo diese Anerkennung häufig zu kurz kommt. Im Gegenteil. Häufig wird das Potpourri oder die Erwartungen immer höher, sowohl für Frauen als auch für Männer. Was hat das Thema mit Berührungen unter Männern zu tun, Körperkontakt unter Männern zu tun? In meinen Augen eine ganze Menge. Denn bleibt diese Bestätigung aus, und ich bin davon überzeugt, dass uns Männern vor allem die Bestätigung von anderen Männern nochmal immens wichtiger ist als die Bestätigung von Frauen. Ich sehe das zum Beispiel in vielen Hip-Hop-Videos oder in vielen Gebärden von anderen Männern, wo sie sich besonders laut gebärden, wo sie mit ihren Erfolgen prahlen, wo sie gegen den Staat rebellieren, der Staat als Sinnbild des Vaters, wo sie Aufmerksamkeit heischen wollen, weil sie so ein geiler Ficker sind. Wenn sie ihren Freunden zum Beispiel erzählen, ey, dann habe ich die so krass durchgebumst. Oder indem sie sich krass aufpumpen oder sonst irgendwelches Zeug treiben, im Beruf Gas geben, um ihrem Chef zu gefallen, geht es in den meisten Fällen darum, Anerkennung zu bekommen. Und die Frau ist dabei eben nur ein Statussymbol, dass sie sich anheften von, hey, guck mal, wie toll meine Frau ist. Aber dieses guck mal, wie toll meine Frau ist, zeigt eben schon genau das, worauf es nämlich ankommt. Nämlich, guck mal, andere Männer, wie toll ich bin, dass ich so eine tolle Frau haben kann, dass ich sie so lange durchbumsen kann, dass ich im Beruf so viel Erfolg haben konnte und so weiter. Und darum verbiegen sich Männer. Sie verbiegen sich, um die Frauen zu bekommen, von denen sie glauben, dass sie dadurch Anerkennung von anderen Männern bekämen, dass sie dadurch sich selber Anerkennung geben können, weil sie diese, wie heißt es so schön im Pickup, diese 10 von 10 genommen haben. Und sie verbiegen sich zum Beispiel im Job für ihren Vorgesetzten, der sie ausbeutet, der sie ausnutzt, ja, oder der einfach ohne es zu wissen, ihn immer mehr und immer mehr fordert und ihm nicht die Anerkennung gibt, die Bestätigung gibt, beziehungsweise die er nicht gibt, die er sich zum Beispiel von seinem Vater erhofft hat. Oder indem Menschen rebellieren gegen ihren Chef, gegen den Staat, gegen Institutionen, um damit zu zeigen, um damit die Rebellion zu dem Vater, zu der Obrigkeit zu demonstrieren. Jetzt komme ich zum Thema Körperkontakt mit anderen Männern. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Männerworkshops und Männerseminare etwas mit Körperkontakt zu tun haben. Und zwar umarmen, kämpfen und kuscheln. Und wenn du an dieser Stelle gerade merkst, das fühlt sich unangenehm an, das fühlt sich komisch an, das Wort kuscheln mit anderen Männern, das fühlt sich schwul an, dann kann ich dir versprechen, dass du ein großes Defizit auf dieser Ebene hast. In unserer Gesellschaft haben wir seit langer Zeit das Thema körperliche Nähe zu anderen Männern zu etwas Sexuellem gemacht. Und dabei ist es das nicht. Es ist nichts Sexuelles. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschseins. Berührungen sind die älteste und die ehrlichste Sprache zwischen zwei Menschen. Sie beruhigen unser Nervensystem auf eine so tiefe Art und Weise, wie sie Worte kaum können. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn man auf einen Männerworkshop geht oder auf eine Männerreise teilnimmt, dass es dort Elemente gibt, wo man sich Mann gegen Mann gegenübersteht und wo es nicht darum geht, ihn möglichst schnell auszunocken, ihn kaputt zu machen, der Bessere zu sein. Das haben wir oft genug, das sehen wir im Management
Da sehen wir in Ausbeuterbetrieben, da geht es nur noch um Konkurrenz. Wer ist der Krassere, wer ist der Taffere? Nein, in solchen Workshops geht es darum, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander zu ringen. Miteinander in Ekstase zu gehen, in körperliche Ekstase, sich auszupowern, gegenseitig seine Grenzen kennenzulernen. Und das kannst du nur unter Männern erfahren, in meiner Welt. Diese Form von Losgelöstheit und diese Form von Losgelöstheit zu, dass es nichts Sexuelles, kannst du nur in solchen Räumen erfahren. Denn wenn du ein heterosexueller Mann bist, und das sind ja die meisten Männer da draußen, dann schwingt in dem Augenblick, wo sie mit einer Frau ringen, häufig, ich würde sogar sagen fast immer, etwas Sexuelles. Etwas von, ich halte mich zurück, weil es ist ja nur eine Frau. Dagegen, wenn du mit einem Mann ringst, kannst du wirklich Gas geben. Und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Gefühl, tatsächlich, miteinander ringend in Ekstase zu gehen, sich an die Grenze zu bringen und sich zu spüren, den anderen Mann zu spüren und sich selbst dabei zu spüren. Und ich glaube, das ist auch eines der ältesten Dinge, die uns kennenlernen, wer wir eigentlich als Mann sind. Kleine Kinder, kleine Jungen raufen immer mit ihrem Vater, um sich auszutesten, um ihre Grenzen kennenzulernen. Und wenn der Vater mitrauft, dann lernen sie das auch kennen. Sowohl in der Kindheit als auch in der Pubertät. Wenn der Vater nicht anwesend ist, werden sie vielleicht zum Rebell. Oder sie werden zum Papa, lieb mich, ich mache alles für dich. Das ist dann später der Chef oder sonst irgendwer. Das nimmt eine verkorkste Wendung an, die nicht mehr dahin führt, wo es eigentlich hinführen soll, nämlich am Grenzen kennenlernen, sich selbst kennenlernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich so, wie ich gerade bin, als Mann, vollkommen okay bin. Ich habe das schon hunderte Mal erlebt. Nach solch einem Event, wenn Männer Körperkontakt miteinander haben, wenn sie miteinander ringen, dann entsteht so ein wahnsinnig tiefes Gefühl von Verbrüderung. Egal, ob der eine gewonnen oder verloren hat, beiden ist klar, hey, wir haben ihr beide Vollgas gegeben. Ja, du kennst bestimmt diesen Witz. So, zwei Typen streiten sich, hauen sich aufs Maul und danach stoßen sie zusammen mit einem Bier an. Das kommt tatsächlich daher. Wir reiben uns aneinander, wir testen unsere Grenzen aus, wir spüren selber unsere Grenzen, entladen uns dabei auch, entladen vielleicht die Feindseligkeit, die wir dem anderen Menschen gegenüber haben. Und danach, weil wir uns gespürt haben, sind wir verbunden, leben wir ein brüderliches Gefühl zueinander. Und das, in meiner Augen, ist unglaublich wert in dieser Welt, Körperkontakt unter Männern, um diese Brüderlichkeit zu erfahren, um auch zu erfahren, hey, um Nähe von einem anderen Warmblüter, einem anderen Menschen zu spüren, muss ich nicht erst irgendwelche Frauen aufreißen. Im Gegenteil, ich kann diese Nähe, diese Brüderlichkeit auch mit meinen Kumpels genießen, indem wir vielleicht zusammen Abenteuer erleben, ja, wieder in die Ekstase gehen und danach einfach zusammen chillen, Bier trinken, einfach das Leben genießen und körperlich als auch emotional uns einfach sehr nah sein, ohne etwas leisten zu müssen. Denn ich weiß durch diesen intensiven Kontakt mit dem anderen Mann, wer ich bin und wo ich meine Batterien auflade, wo ich dieses Gefühl herbekomme. Und damit gehe ich dann in die Partnerschaft rein, nämlich in den Kontakt zur Frau, ohne ihr überzustimmen, ich brauche dich, damit du mich bestätigst, damit du mich liebst, damit du mir zeigst, was ich für ein toller Mann bin. Nein, ich weiß schon längst, was ich für ein toller Mann bin, dank der anderen Männer. Und deswegen begegne ich dir auf Augenhöhe. Kann dich halten, wenn es dir scheiße geht. Kann dir aber auch die Stirn bieten, wenn du mal zickig bist, wenn du mal emotional bist, wenn du mal auf dem Holzweg bist. Ich bin nicht mehr abhängig von dir, sondern meine Handlung, mit dir zusammen zu sein als Frau, also mit dir, Frau, zusammen zu sein, ist nur noch motiviert, weil ich Lust habe auf dich, weil ich dich als Menschen, als sexuelle Frau, als Lebensbegleiterin attraktiv finde. Ja? Aber das, was heutzutage viele Männer machen, was sie sich von einer Frau erhoffen, können Frauen ihnen gar nicht bieten. Und sie machen sich dadurch enorm unattraktiv, weil sie wie kleine Jungs agieren, die nach der Bestätigung von Mama bzw. von der Freundin heischen. Und dann wundern sie sich, warum die Freundin irgendwann Schluss macht, warum sie fremd geht, warum sie sie nicht mehr respektiert. Das holst du dir zurück, indem du mehr Körperkontakt unter Männern hast. Wenn du darauf Bock hast, dann schau auf unserer Webseite vorbei. Sicher dir einen der wenigen Plätze, die wir noch zur Verfügung haben, damit wir miteinander telefonieren können und schauen, ob du für die Reise bereit bist, ob du passt zum Reisekonzept. Und dann lass uns zusammen Männerabenteuer erleben, Körperkontakt unter Männern haben und Brüderlichkeit im Herzen spüren und damit Fülle und
gewachsenes Selbstbewusstsein. Aho.